Oh mein, one, two, three. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Ich bin der Hannes Schmitzberger und betreue hier in Grödig, Großgmain und in Leopoldskron die ganzen Rauchfänge. So, den Besen braucht man am Dach nicht. Das ist der Chimperl. Den stecken wir da rein und dann geht es weiter aufs Dach. So, jetzt machen wir den Rauchfang sauber. Da haben wir jetzt die Kugel mit der Kehreinlage, mit der Birsten. Die putzt den Ruß beim Rauchfang runter. Und unten beim Putztürchen rahmen wir dann den Ruß wieder raus. Ja, der ist ganz schön verrußt. Da wird diesmal viel Ruß zusammenkommen, zum Außerputzen beim Putztürl. In Salzburg gibt es seit dem 16. Jahrhundert die Rauchfangkehrer. Die hat der damalige Erzbischof da hergebracht. Die ersten sind aus Italien gekommen, weil das hat es bei uns noch nicht gegeben. Das war erledigt. Da herum am Untersberg haben wir 8 Hütten. Ich komme da gern auf, wenn es schon wieder ist, um meine Rauchfangkehrerarbeiten zu verrichten. Warzen dann da herum mit Holz. Darum ist ganz wichtig, dass man das überall sauber und gut kehrt. Grüß dich, Wirt. Ich mach dir deinen Ofen sauber. Schauen wir mal nach, was da drinnen ist. Naja, das zahlt sich aus. Ja, der Viehkarz, der wird in dem Winter, wenn es so kalt ist. Weißt du, weil wenn wir den Kamin gut kehren, dann kann einfach der Wirt gut heizen, dass keine Gefahr besteht und dass die Hütte wieder schön warm wird. Und dass die Gäste sich wohlfühlen da herinnen. Das ist wichtig.